Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge unserer FIFA 23 Spielerkarriere mit Jutta van de Brink. Heute geht es wieder rein zum Beginn der Folge in die Champions League. Da lief es ja in der letzten Folge schon ziemlich gut. Vor allem gegen Liverpool haben wir ganz schön rasiert. Wir blicken auf unsere heutige Ziele. Wir wollen 7,5 schaffen, ein Tor erzielen und viermal aufs Tor schießen. Unter der letzten Folge gab es ja eine Abstimmung, währenddessen wir übrigens gegen Napoli rein starten, die ja nicht mehr lizenziert sind in FIFA 23. Dafür ist Juve back und ganz ehrlich, den Tausch unterschreibe ich sofort. In der letzten Folge gab es die Abstimmung zu unserem Sponsorenvertrag. Da haben wir Angebote bekommen und wir haben auch gleich schon, ihr seht es, neue Treter am Start von unserem neuen Ausrüster. Und es ist New Balance geworden, mit dem wir jetzt einen 2-Jahres-Vertrag abschließen konnten. Und somit haben wir zumindest für die nächsten 2 Saisons schon mal unseren Sponsor am Start. Und die haben ja auch 7 unterschiedliche Schuhmodelle und deshalb bin ich mit der Auswahl ganz zufrieden. Die anderen wären vielleicht auch ganz interessant gewesen, aber okay. Wir haben auch einen Trainingsboost dadurch natürlich, dass wir ab sofort nicht mehr alles auf D simulieren müssen, sondern auf C das jetzt machen dürfen. Fokus jetzt aber erstmal hier auf die Partie gegen Napoli. Auf jeden Fall gar kein leichter Gegner. Das Ganze auch noch auswärts in Italien. Mal gucken, wie das hier heute wird. So, mittlerweile auch schon der 3. Spieltag in der Champions League. Ich glaube, wir haben 4 Punkte. Gegen Liverpool hatten wir ja gewonnen und dann, glaube ich, gegen die Rangers auswärts nur unentschieden gespielt. Also wäre schon wichtig, hier heute gegen Napoli in dieser wirklich sehr, sehr schweren Gruppe irgendwas mitzunehmen. Bis jetzt gab es noch nicht wirklich eine richtig gute Chance für uns. Das bleibt doch erstmal so. Weindahl nimmt uns jetzt mal mit. Klaasen, ja, Ball direkt wieder weg. Also von Lazio kam bis jetzt auch noch nichts, aber wirklich gefährlich durchgekommen sind wir auch noch nicht, auch wenn wir viel den Ball haben. Und der erste Abschluss von Napoli, Passwehr am Tor, hat das Ding aber. Jetzt vielleicht mal der lange Ball auf uns, der kommt auch, finden wir eine Anspielstation in der Mitte. Nee, aber endlich mal uns gut auch in Szene setzen können, auch wenn wir nicht in Abschlusspositionen waren, sondern ja, höchstens hätten querlegen können, aber das hat leider auch nicht so gut geklappt. Oh, guter Ball jetzt von uns auf die Außen, Sanchez, Flanke rein. Auf Ocampos, nochmal Ocampos, Ocampos findet er uns, Klaasen findet uns und dann der erste Abschluss. Es ist Meret im Tor, ich glaube ja, Meret mit der Parade, weiter geht es, nochmal der Ball, Berghuis und jetzt zweiter Abschluss. Osimhen, Osimhen, Junge. Ich habe gerade ganz kurz auf dem anderen Bildschirm geguckt und plötzlich geht Napoli in Führung. Der Nigerianer macht es. Fun Fact, der hat man bei Wolfsburg gespielt, war da komplett scheiße. Und mittlerweile einer der besten Stürmer der Welt. Kann man, denke ich, so sagen. Ja, also was Blind da macht, ist ja absolute Arbeitsverweigerung. Weindahl macht dann auch nicht weiter. Also ich weiß nicht, was unsere Jungs sich gedacht haben. Aber den hat ja nun wirklich gar keiner attackiert. Und dann lupft er den eiskalt über unseren Torhüter hinweg. Boah, und das nochmal ein Abschluss. Zum Glück gut pariert. Ecke nochmal für Napoli. Werden sie das kurz ausführen? Sieht fast so aus. Ecke kurz. Lozano. Erwin Lozano. Ja, und dann Sanchez zur Stelle. Und jetzt vielleicht nochmal eine Konterchance. Jutta van de Brink. Der langsamste ist er nicht. Der langsamste ist der Holländer nicht. Aber jetzt sind wir hier doch ganz schön alleine. Ganz schön alleine. Aber nicht komplett. Klaasen, da fehlen 2 Schritte. Dann hätte er den Ball. So, aber geht's jetzt wirklich mit einem Rückstand in die Pause? Nicht ideal, aber wie gesagt, wir haben ja noch eine Halbzeit Zeit. Wir holen jetzt mal ganz tief in der eigenen Hälfte den Ball. Weil wir vorne einfach jetzt gerade, ja, ziemlich alleine sind. So, jetzt vielleicht mal Sanchez, unseren Rechtsverteidiger, mitnehmen. Kommt nicht durch. Berghuis macht weiter und dann haben wir ein bisschen Platz. Ja, kein perfekter Abschluss, nicht die perfekte Abschlussposition. Aber immerhin mal wieder eine Torchance. Ja, jetzt mal Tadic. Tadic, was macht da draus? Ocampos, nochmal Tadic, Meret. Oh, aber gut gespielt. War auch die letzte Aktion von Ocampos. Bergwijn kommt jetzt rein. Könnte nochmal interessant werden. Bergwijn natürlich ein Spieler, der nochmal neuen Impuls der Mannschaft geben kann. Hier ist die Nummer 7 auch gleich am Ball. Spielt ihn rein, Tadic und van de Brink sind sich nicht ganz einig. Berghuis, nochmal.
für Pfanne bringen. Ich glaube, die 21 ist Grilic, nicht Bergkuis. Der kriegt jetzt hier vielleicht auch nach der Ecke den Ball. 23 müsste Bergkuis sein. Neue Position, linker Stürmer. Wir stellen also auf einen Doppelsturm um. Napoli kommt jetzt aber erstmal aus, Simon. Ja, da ist die Entscheidung. Also Napoli einfach eiskalt. Wir haben mehr Chancen in der Partie, aber wir nutzen sie halt nicht. Und Osimhen hat gefühlt zweimal den Ball und zweimal ist das Ding drin. Bitter. Wir haben nicht gut verteidigt natürlich hier auch. Wie schon beim ersten Mal steht er frei einfach. Und dann ist das für den Nigerianer, wie gesagt, eine ganz leichte Aufgabe. Trainer hat jetzt angesagt, wir sollen sehr offensiv spielen. Das tut die Mannschaft auch. Der Steckpass auf Grilic kommt leider wieder nicht durch. Wir laufen jetzt natürlich nur noch vorne an. So gut wie es geht, hier irgendwie nochmal in den Zweikampf zu kommen. Gibt natürlich jetzt auch nochmal Lücken für Napoli. Aber Blind und Timber müssen das jetzt da wegarbeiten. Und vorne irgendwie nochmal Lucky Punch. Brobbey mittlerweile auch eingewechselt. Ach, nee, das ist es nicht, Jungs. Das ist es heute nicht. Brobbey hier am Start. Jetzt vielleicht nochmal, ja, der Heber auf uns. Und dann probieren wir es mit links. Ja, aber jetzt läuft natürlich auch die Zeit davon. Also ohnehin brauchen wir ja zwei Tore, aber jetzt wird es halt auch zeitlich gesehen extrem schwer. Ja, bitter. Erste Champions League Niederlage gehört dazu natürlich. In dieser Gruppe war klar, dass wir auf keinen Fall alles gewinnen würden. Auch ein Weiterkommen ist nach wie vor schwer. Ja, aber hier heute schon unglücklich. Ja, also wie gesagt, gefühlt zwei Chancen. Für Osimhen beide nutzt er. Wir hatten auf jeden Fall mehr. Und wir nutzen sie nicht. Simone könnte jetzt auch noch hier treffen. Boah, Pass, wer verhindert hier das 3-0. Aber das wird es trotzdem gewesen sein. Wir verlieren auswärts in Italien. Ja, also nicht nur in der Liga läuft es nicht perfekt, auch in der Champions League. Das sieht man hier. Oh, bitte nicht jetzt noch ein drittes. Das wäre jetzt wirklich, das wäre nun wirklich 1-zu-viel. Treffen wir es nochmal davor. Und das war's jetzt. Am Ende ist es ein ausgeglichenes Spiel, was wir halt, ja, wie gesagt, etwas unglücklich verlieren. Gehört dazu, ja, wir sind eine junge Mannschaft, aber natürlich ist es bitter. In der heutigen Folge werden wir wieder viele Spiele in der im Höhepunktmodus machen und werden dann zuletzt noch gegen die PSV aus Eindhoven langes Spiel spielen und in der nächsten Folge dann gegen Liverpool auswärts an der Anfield Road reinstarten. Das wird auch sehr, sehr nice. Ich gehe jetzt nochmal hier kurz auf Probe arbeiten und dann gehen wir zur Kleidung. Und dann zeige ich euch mal hier, die Schuhe habe ich jetzt genommen, ja, weil die ganz knallig bunt sind. Aber wie gesagt, wir haben ja auch noch 6 weitere Modelle zur Auswahl von New Balance. Hier vorne die 3 sind auch ganz nice, muss man sagen. Und dann gibt es hier noch die hier und noch die und die hier. Bevor wir jetzt ins nächste Spiel reingehen, ist es jetzt erstmal unsere Mission, 3 Übungen auf C hinzubekommen. Und zwar genau auf C. Nicht besser, nicht schlechter, sondern halt genau auf C. Ich versuche wieder alle Persönlichkeitsdinger hier einzubauen, sodass das durchs Training nicht zu sehr belastet wird, sage ich jetzt mal. Standards sind da auch ganz gut, wie es aussieht. Jawohl, 11 Meter machen wir dann auch. Und ja, probieren wir mal überall ein C zu bekommen. Ja, schwerer als gedacht. Ist schwerer als gedacht, Jungs. Jungs, ich sag euch, wie es ist. Es ist zu schwer, 11 Meter daneben zu machen. Ich kriege es nicht hin, 11 Meter nicht reinzumachen. Also früher konnte man ja einfach übers Tor schießen. Das geht gefühlt nicht mehr. Jeder 11 Meter ist drin. Okay, ich treffe jetzt das Rote und versuche ihn rüber zu hauen. Oh, das ist dieses Mal geklappt, ja. Ich habe es nicht geschafft, bei 11 Metern nur ein C hinzubekommen. Ich habe es nicht geschafft. Da muss ich mir nochmal eine andere Übung raus. Und bei den anderen habe ich es geschafft. Und ja, wir haben direkt auch Skillpunkte bekommen. Gut, da wurde der Trainingsboost jetzt beim ersten Mal etwas übertroffen, aber okay. Komm. Ja, wir haben 3 Punkte. Wo hauen wir die rein? Beim Schießen würde ich sagen. Weitschüsse, 11 Meter haben wir hier. Kopfballpräzision. Oh, lass mal Kopfballpräzision machen. Das ist eigentlich ganz cool als Stürmer. Damit haben wir jetzt übrigens schon ein 75er Rating, auch nicht so verkehrt. Es geht jetzt rein in die Liga, keine Ahnung wer der Gegner ist, 6,5er Bewertung, 5 Pässe, 1 Tor im Highlight-Modus. Ja, in der Liga läuft es ja noch nicht so richtig gut. Jetzt haben wir hier gleich mal eine gute Kontergelegenheit. Bitte einfach nur ein langer Ball, der ganz gut ist, Klaasen, das wäre einfach schön. Ja gut, jetzt ist es abseits, müssen wir es halt nochmal ruhig herausspielen.
ja, in der Liga läuft es noch nicht so, wie es laufen sollte. Da muss halt einfach noch mehr kommen, vor allem auch in diesen Highlight-Spielen hier. Da sammeln wir aktuell meist nur Erfahrung und wenig 3 Punkte. Jetzt haben wir hier gleich mal eine Riesenchance als Team. Und vergeigen die natürlich. Ja, und das war auch die einzige Chance in Durchgang 1. Direkt Sprung in Durchgang 2. Nice. So, Klasen. Ja, genau. Und wegen solchen Aktionen wird es auch nichts im Highlight-Modus. So, komm jetzt aber. Berghuis, du kannst das besser. Oh, Mann. Ja. Das spielt ihn doch einfach direkt auf mich. Gut, nehmen wir nochmal Ocampos mit. Ocampos, bitte nimm uns nochmal mit. So, jetzt ist wieder die Frage, wo ist die Lücke, ne? Ja, super schwer. Super schwer. Jetzt hole ich nochmal Grilic. Grilic auf uns. Wir legen nochmal ab für Tadic. Tadic mit so einem dummen Pass. Highlight-Modus ist so schwer in der Spielerkarriere. Geisteskrank. So, langer Ball. Nochmal die Gelegenheit. Ocampos. Ball zu uns. Vielleicht einfach mal mit links raufhauen. Jetzt sind schon die letzten Minuten am Laufen. Es steht immer noch 0-0. Nächste Konterchance. Wieder haben wir die Gelegenheit. Grilic direkt zu uns. So unnötig. Er hätte einfach auf Ocampos dieses Mal spielen müssen. Egal, wir bleiben dran. Ja, und dann spielen wir ihn direkt in die Füße und das war's. 0-0. Geil. Und als nächstes wartet Twente jetzt in der Liga. Das ist eine Mannschaft, die auch noch über uns steht in der Tabelle. Also es läuft aktuell gar nicht. Heute zählen nur Ergebnisse. Wir spielen wieder zu Hause in der Johann Cruyff Arena, währenddessen ich einen viel zu lauten Xbox-Erfolg bekomme. 6,5er Bewertung, 5 Pässe, 1 Tor. Rein geht es gegen Twente. Wie immer starten wir mit einer Konterchance, die eingeleitet wird von wem? Digga, das ist doch so kacke, Alvarez war's. Das bringt mir einen Scheiß sowas. So, Ecke. Vielleicht einfach mal ein Standard. Wäre ganz schön. Würde ich sofort unterschreiben. So, wer steht da? Wahrscheinlich Ocampos, ne? Ocampos, komm hier. Hier ist unser Kopf. Wir haben Kopfbilder trainiert im Skillbaum und dann verlängern wir das Ding irgendwie. Wurde sogar ein bisschen gefährlich. Nächste Gelegenheit, nächster Konter. Grilic kriegt den Ball, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, diesmal nicht verkacken, spiel ihn. Und dann sind wir natürlich weit außen. Aber können in die Mitte ziehen und probieren es dann mal. Weiter Durchgang angebrochen. Nächste Riesenkonterchance. Oh mein Gott, das ist der perfekte Ball von Grilic. Und wir machen ihn. Grilic. Daumen geht raus. Erstes Tor in dieser Folge. Na endlich. Aber geiler Pass von Grilic. Nicht hier Danny oder Davy Klaassen mäßig immer direkt zum Gegner. Oh, und Twente direkt ausgeglichen. Ey, ist das bitter. Da ist übrigens Klaassen direkt am Ball. Klaassen, vielleicht dieses Mal auch ein guter Pass. Jawohl. Ich habe nichts gesagt. 11. Tor im 12. Spiel. Als ob wir so viele Tore schon gemacht haben. WTF. Wir haben voll oft auch nicht getroffen. Okay. Ja, aber unterschreibe ich. Davy Klaassen, da bist du doch. Und jetzt auch mal abpfeifen, Schiri. Nee, ich brauche jetzt gar kein weiteres Tor. Einfach mal abpfeifen. So, wo kommt der Ball hin? Wieder zu Grilic. Vielleicht nochmal so ein guter Pass. Die stellen uns dieses Mal besser ins Abseits. Grilic. Hacke, ja, nicht verkehrt. Wir bleiben nochmal dran und können auch einfach Zeit gewinnen jetzt. Weindal. Vielleicht jetzt der Pass nochmal zu uns. Oh, und dann können wir vielleicht da oben nochmal einen schicken. Jawohl. Och, was ist das denn dann von Berghuis? Oh mein Gott, der Torwart. Unterstahl ist das fast mit dem Fehler. 5 Minuten noch auf der Uhr. Nochmal Eckball für Ajax Amsterdam. Berghuis steht bereit, das Ding hineinzuflanken für Tadic. Und dann ist auch Schluss. Wir gewinnen 2-1. Doppelpack. Jutta van de Brink. Und damit sind es die so ersehnten 3 Punkte. Jetzt geht es weiter in der Champions League gegen Napoli. Davor werde ich einmal trainieren und noch auf C die letzte Übung bringen. Da werde ich mir nochmal eine andere raussuchen. Und wir wurden hier heute auch mit dem Man of the Match ausgezeichnet. Das zweite Aufeinandertreffen in der Champions League mit Napoli. Dieses Mal zu Hause in der Johann Cruyff Arena in Höhepunkt-Modus. 5 Pässe, 7,0, ein Tor. Mal gucken, ob es besser läuft als im Hinspiel. Erste Chance gehört uns.
Klaasen über den Flügel. Jetzt vielleicht der Pass auf uns. Der kommt auch und wir hauen ihn rein mit links. In die Maschen. In Italien hatten wir kein Glück. Jetzt gehen wir nach 37 Minuten in Führung durch Jutta van der Brink. Okay, und direkt Ausgleich. Gut, nächste Chance, 72. Spielminute, aber eine Riesenchance. Alvarez spielt nicht in Lauf gespielt, sondern den Gegner in Lauf gespielt. 2-1 Napoli, 89. Come on, bitte. Bitte, das ist eine gute Chance, das ist eine gute Chance. Wir müssen was draus machen, wir müssen was draus machen. Mach ihn, hau ihn rein, hau ihn rein! Let's go, Ocampos macht es. Abpfiff 2-2, immerhin ein Punkt. Beide Tore für Napoli hat übrigens deren georgisches Megatalent Kvaratskhelia oder wie der heißt gemacht. Ja, der ist auch nicht so schlecht. Ja, wir Mann des Tages, Tor und Vorlage, bringt uns leider nur wenig, nur ein Punkt. Liverpool, damit glaube ich jetzt Tabellenerster, Napoli dann Zweiter und dann wir Dritter. Gucken wir doch gleich nochmal, ob die Angaben von mir da auch stimmen. Champions League, ja, so sieht es aus. Ja, wir müssen gegen die Rangers unbedingt gewinnen. Wir sind das einzige Team, was gegen die Unentschieden gespielt hat bis jetzt. Das ist halt belastend. Wir spielen halt noch einmal gegen Liverpool an der Anfield Road. Gut, da wird wahrscheinlich wenig gehen, aber vielleicht mal einen Punkt noch mitnehmen. Und dann halt hoffen, dass Napoli nochmal gegen die Rangers irgendwie patzt und halt Liverpool-Napoli nochmal wegnatzt. Eine Aktivität haben wir auch noch am Start. Das mit Halloween ist abgelaufen, okay, ja, toll. Dürftige Trainerleistung. Der Coach konnte bald vor dem Ausziehen. Ach so, unser Trainer. Also ich dachte gerade, das ist ein Übersetzungsfehler und der will irgendwas mit dem Training. Aber nein, es geht darum, dass unser Coach, dessen Namen ich jede Folge wieder vergesse und jetzt hier wieder live nachgucken werde, wie der Mann, der früher bei Hoffenheim war, heißt und als Co-Trainer unter Ten Hag ist. Ist Alfred Schreuder. So, zu dem sollen wir uns äußern. Gerüchte aus der Kabine sage, dass das Team alles gibt, aber dass es den Boss und seine Ideen nicht wirklich versteht. Unterhalte dich mit dem Boss, triff dich mit dem Boss und sage ihm, dass du gerne zusätzliche Trainingsstunden legen würdest, um die Wende zu schaffen. Alle Spieler stehen hinter dem Boss, sage, dass das Team nach wie vor vom Boss und seinen Ideen überzeugt ist. Ja, das Letzte, also alles andere ist nicht wirklich logisch. Und ich würde sagen, mit dem Geld, was wir durch unseren Sponsorendeal jetzt abgeschlossen haben, können wir uns doch mal irgendetwas kaufen. Wir haben ja ein paar Sachen, die verfügbar sind. Wir haben 100.000 mittlerweile verdient als Spieler und können, wie gesagt, da einfach mal raufgucken. Ich hoffe, hier wird noch mehr dazu kommen, ne? Weil das kann es ja nicht sein. Also hier, wo ist ein Ferrari, ne? Wo ist der Ferrari? Ja, gut. Also gucken wir mal, was gibt es? Hol dir einen Assistenten, wozu? Verpflichte einen Sprachlehrer. Ja, wir sind halt in Holland, also wir sind ja Holländer. Dementsprechend brauchen wir das nicht, aber das kann man gut machen, wenn wir mal ins Ausland gehen. Verpflichte einen Privattrainer. Ja, gut, läuft ja ganz gut bei uns. Verpflichte einen Privatstylisten. Weiß ich nicht. Verpflichte einen einfach nur Social Media Producer. Oh, schon eher. Hole dir einen Yoga-Coach, scheiß auf Yoga, verpflichte einen Privatkoch, ja, super Ding, aber ein bisschen abgehoben. Hole dir einen Fußling, obwohl Privatkoch kann halt auch echt gut sein für Ernährung halt. Kaufe ein Trampolin, buche einen Tanzkurs, werde Busfahrtsponsor, alles klar. Kaufe eine hochwertige Hybridmatratze, kaufe eine Ehrenloge. Weiß ich nicht, nimm an einer PR-Kurs teil, nimm an einem Motivationskurs teil, kaufe handgemachte Krawatten, kaufe ein teures Fahrrad, bestell dir einen Anzug vom Top-Designer, spenden an Tierschutzverein, kaufe dir ein Laufband, kaufe eine hochwertige Stereoanlage und kaufe einen Swimmingpool. So, dann würde ich sagen, holen wir uns tatsächlich mal einen Social-Media-Producer, weil irgendjemand muss ja unsere ganzen Tore und so auch auf Social Media vernünftig vermarkten. Das kaufen wir uns jetzt mal von unseren 100.000. Damit sind jetzt noch 60.000 übrig. Ja, gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob es da noch mehr geben wird. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass da noch mehr kommen wird. Hier seht ihr es jetzt übrigens. Ich habe 3 Trainingseinheiten, wie es im Vertrag mit New Balance steht, auch jetzt auf C. Und dann haben wir noch 3 Entwicklungspunkte, die wir schon wieder freigeschaltet haben. Da würde ich gerne mal ein bisschen ins Passen reingehen. Einfach nur kurze Pässe, genau. Ja, dann haben wir auch schon wieder die 3 Punkte weg. Und können weitermachen mit jetzt nochmal einer schnellen Partie, oder?
Ja, eine Höhepunktpartie haben wir noch und dann spielen wir nochmal lange gegen PSV. Vorher gibt es noch eine Aktivität, die wir schnell machen. Lies ein Buch über einen Firmenboss. Na, für die Karriere nach der Karriere. Wir sind mal wieder auswärts unterwegs in Holland. Es geht rein. 7,0. Ja, doch, 7,0. Zwei Pässe, ein Tor. Das machen wir. Ja, ich hoffe, es läuft wieder ganz gut. Bis jetzt lief es ja ganz gut, auch in den Höhepunktspielen in dieser Folge. Und ich hoffe, das geht jetzt hier so weiter. Wir liegen erstmal direkt zurück. Das ist nicht so schön. Klaasen hat aber den Ball und könnte Tadic oder uns mitnehmen. Tadic wäre die bessere Wahl. Da kommt der Ball auch zu Tadic wie aus der Drehung. 9. Minute, gleich die nächste Chance. Also die müssen ultra früh in Führung gegangen sein. Das muss was werden. Das muss was werden. Flank ihn rein. Kopfball. Oh, Glanztat vom Torhüter. 10. Minute, nächster Angriff. Also, Junge, wir wollen ja auf jeden Fall schnell antworten auf die, auf den frühen Rückstand. Haben hier den Ball. Ja, nochmal hinten raus. Kriegen die Pille nochmal. Rentsch, der heute Rechtsverteidiger ist, jetzt am Start. Rentsch, kriegt er vielleicht eine Flanke hin, sonst der Flachpass auf uns. Wir legen ab und Ocampos mit dem Außenriss. Nicht so verkehrt, nicht so verkehrt. Jetzt mal ein kleiner Zeitsprung und eine Riesenchance, bitte. Spiel ihn einfach nur auf uns. Ich spamme. Ja, genau das wollte ich. 5. Tor schon für Ocampos und jetzt können wir auch hinterhergehen mit unserem Treffer. Da sind wir doch. Spiel gedreht. 2:1 für Ajax Amsterdam. Oh, beide Teams mittlerweile mit einer roten Karte hier. Zum Beginn von Durchgang 2. Auch sehr wild. Glasen wieder mit der Chance, den Ball lang auf uns zu spielen. Dieses Mal wir mit dem Rücken zu den Gegnern. Ja, nochmal ruhig über Tadic. Tadic nimmt uns mit. Glasen, was kann er draus machen? Berghuis findet er uns. Oh, da lag der Gegner schon. Glasen, 3:1. Super gemacht von Berghuis. Und Glasen ist dann noch da. Wir nehmen gleich noch die nächste Chance hier mit. Wer hat den Ball? Ball kommt zu Ocampos. Ja, da sind noch zwei Spieler. Das wird, ja. Nee, das war nicht gut. Aber es geht noch weiter. Geht noch weiter. Spitzer Winkel. Oh, geil. 4:1. Da bist du doch. Ja, und jetzt geht's munter weiter. Also das ist jetzt hier wirklich... Das kann jetzt hier noch richtig hoch ausgehen. Tadic nimmt uns mit. Wir auf dem Weg zum Dritten. Da sind wir. Dreierpack. Jutta van de Brink. Tadic nochmal auf uns. Wir nehmen Ocampos nochmal mit. Ocampos 6:1. Ach, das macht Spaß. Und dann ist auch Schluss. 6:1. Nijmegen werden erlöst. Wir mit 3 Toren und 2 Vorlagen. Ja, also für eine Höhepunktspartie war das ganz schön gut. Ich denke mal, damit sollte der Job von unserem Coach Alfred Schreuder auch erstmal wieder gesichert sein. Die Ergebnisse stimmten jetzt ja wieder. Jetzt muss aber im Derby gegen die PSV auf jeden Fall auch nochmal 3 Punkte her. Dann sind wir wieder voll dabei und dann ja mit ein bisschen Glück halt in der Champions League noch weiterkommen und dann ist die Hinrunde wirklich in Ordnung. Gehen wir also rein. Johan Cruyff Arena, Ajax Amsterdam empfängt PSV Eindhoven. Es ist mal wieder Zeit für eines der ganz, ganz großen Duelle im holländischen Fußball. History is written, time to write the future. Jawohl, das ist, glaube ich, jedes Jahr das Motto von Ajax Amsterdam. Und das ist es auch dieses Mal wieder. Wir wollen den Sieg, wir holen uns hier heute den Sieg. Da sind wir in der Startelf mit der Nummer 33 zwischen Timber und Sanchez. Ocampos auch so ein wichtiger Mitspieler für uns, mit dem wir uns ja auch richtig gut auf dem Platz verstehen. Handshake und dann blicken wir nochmal auf die gesamte Aufstellung beider Mannschaften. Ja, ich freue mich gegen die PSV zu spielen. Ex-Verein von Mario Götze da auch gerade noch im Handshake. Mit Philipp Max, Noni Madueke, Luc de Jong, Gakpo. Da sind große Namen dabei. Und jetzt gucken wir rauf auf unsere Mannschaft, die sich ja zuletzt formstark gezeigt hat, muss man sagen. Alfred Schreuder wieder fester im Sattel, hier kurz im Bild gewesen. Passwehr im Tor. Jorge Sanchez dann als Rechtsverteidiger, Timber blind. IV Weindal über links. Alvarez, Berghuis, Klaasen, Tadic Ocampos über die Flügel. Van de Brink vorne drin. Und damit gucken wir auf die Mannschaft gegenüber mit Benitez im Tor. Die Viererkette davor mit Junior als Rechtsverteidiger.
Ist er nicht eigentlich sogar Linksfuß? Und früher war der Mazena. Camaglio, Tese, Max, Sangaré, Fährmann, Till, Gakpo, Madueke, De Jong. Das ist eine wilde Mannschaft. Eine wilde Mannschaft, die wir heute unbedingt besiegen wollen. Es wäre so wichtig für ja, die Liga einfach. Das muss man ganz klar mal so gesagt haben. Und wir gehen gleich voll drauf. Rasen. Hier am Ball. Dall. Ja, wir machen es ruhig. Wir gucken mal, wo der Gegner so steht. Gute Hereingabe von Weindal. Leider waren wir da nicht mit in der Mitte. Bleiben im Ball. Besitz. Tadic. Tadic. Weindal erneut. Vielleicht nochmal so eine Hereingabe wieder hinten rum. Also ein bisschen handballmäßig jetzt gerade. Und PSV kommt über den Konter. Philipp Max. Uiuiui. Also man merkt, hier sind schon wirklich zwei starke Mannschaften, die heute aufeinandertreten. Fährmann, das ist gehalten von Blind. Keine rote Karte. Oh, da haben wir Glück. Aber eine riesen Freistoßchance für Gakpo. Der Mann kann das. Der Mann kann das. Das ist das große Problem. Gakpo macht es selbst gegen die Mauer. Vor der Jungs, vor Max. Kein Abseitspass mehr. Vielleicht mal wieder eine Chance für uns, für Entlastung zu sagen. Ocampos. Ja, der Ball kommt, aber ich habe Steilpass gedrückt, weil ich ihn anfordern wollte. Aber dann hat er schon gepasst und dann lassen wir hier so dumm einfach diese Riesenchance liegen. Dall bedient uns und mal raus für Berghuis und dann ist das wieder der Ballverlust. Also, ja, sorry, aber das ist gerade wenig, was wir hier nach vorne abliefern. Und PSV wartet halt auf Konterchancen. Und die kriegen sie, weil wir es auch so hinten dann wieder versuchen rauszuspielen. Tadic kriegen wir mal geschickt. Tadic. Ja, noch da wieder der Rückpass. Es ist super schwer gegen die Viererkette der PSV. Wir machen das schon gut. Oh Mann, da hätte er uns schicken können. Wir machen es trotzdem schlau. Oh, Riesenchance. Ocampos, die er da liegen lässt. Ball kommt nochmal reingeflattert. Und jetzt ist er weg. Oh, Gakpo, Gakpo. Oh mein Gott, Alter. Ja, wow. Also da haben wir so Glück, dass der nicht drin ist. 0-0 zur Pause. Beide Mannschaften hätten treffen können. Vielleicht müssen, aber steht 0-0 in diesem Duell. Nochmal der Ball für Ocampos. Abgelegt auf uns. Jetzt aber. Der Ball sitzt. 1-0 für Ajax Amsterdam. Jutta van der Brink macht es. Sehr, sehr stark. Sehr schön. Da sind wir doch. Da sind wir doch. Natürlich Ocampos mit der Vorarbeit. Schöner Doppelpass. Und dann gehen wir da mal durch und haben endlich mal die Chance, den Abschluss zu nehmen, tun das auch und treffen. 15. Tor im 14. Spiel. Es ist wirklich krass. Aber jetzt nicht hier die Offensivpower der PSV vergessen. Oh, super Volley-Abschluss von Fährmann war es, glaube ich. Ocampos, Ocampos wieder vorne. Berghuis nochmal für uns. Ha, zu lange gebraucht. Habe ich die Anspielstation gesucht und das gibt jetzt wieder die Countergelegenheit. Noni Madueke, der ist so fix unterwegs, nimmt Junior nochmal mit. Der kann natürlich auch mit, ja, wie gesagt, der war früher Zehner, der kann einiges nach vorne. Flanke, Luke de Jong, aber das ist nicht gefährlich. Madueke und wieder sind wir da. Also passt wäre auch ein super Auftritt bis hierhin. Langsam aber sicher läuft der PSV die Zeit davon. 15 Minuten jetzt nur noch auf der Uhr. Hau ihn weg, Passwehr. Keine Risiken da hinten eingehen. Alvarez holt ihn schon. Genauso sieht es aus. Ja, das muss gelb sein. Gelb gegen den eingewechselten Gutierrez. Oh, da ist aber Gutierrez. Nochmal. Nein. 81. Der Joker trifft. Oh Mann, ey. Den verteidigen wir aber auch wirklich ganz passiv. Guckt euch das mal an. Da geht ja gar keiner irgendwo hin. Oh Mann, Alter. Jetzt heißt es 10 Minuten nochmal alles geben. Der Abschluss war natürlich auch richtig ja, sauber mit dem Außenriss. Erstes Saisontor. Für den Mexikaner sei, glaube ich. Und jetzt heißt es nochmal wieder volle Kraft nach vorne. Ein Unentschieden ist wie eine Niederlage. Das muss man hier heute ganz klar sagen. Wir holen nochmal den Ball hinten als Team. Und da ist nochmal der Ball für uns. Ja, ja, da fehlt die Ausdauer jetzt. Oh, die kommen nochmal. Passwehr. Das hätte ja auch nochmal der Rückstand sein können. Tadic in unserem Lauf. Können wir nochmal nach vorne stratzen. Glasen. Glasen. Mach ihn. Mach ihn. Er macht ihn. Davy Klaassen, zweites Saisontor. Let's go. Ich hätte nicht gedacht, dass er den Ball erlaufen kann. Ich hätte es nicht gedacht. Er hat genau den richtigen Laufweg gemacht.
und ist eiskalt vor dem Tor. Davy Klaassen. Ich habe nichts gegen ihn gesagt. Niemals. Super Typ. Super, super, super. Richtig stark. Alter, das in den letzten Minuten. Und das ist nun wirklich kein super schneller Spieler. Läuft Tese davon und dann mit links schiebt er den am Torwart vorbei. Unfassbar. Der Late Winner für Ajax Amsterdam. Und Campos geht jetzt noch runter. Bergwijn rein. Einfach jemand, der nochmal vorne anlaufen kann. Weil wir können das nicht mehr wirklich. 2-3 Minuten müssen wir das Ergebnis jetzt noch über die Zeit bringen. Dann wäre es ein so wichtiger Erfolg. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich ganz, ganz groß. Das ist so ein bisschen die Befreiung aus der Krise. Wenn wir es schaffen, nur niemand weg. Wir gehen jetzt als Innenverteidiger hinten rein. Ist mir alles scheißegal. Ist mir alles scheißegal. Ich will nur den Ball hier weghauen. Und es gibt Abstoß. El Ghazi war dran. Eingewechselt für Luke de Jong. Und jetzt müsste es eigentlich vorbei sein. Jetzt muss der Schiri eigentlich abpfeifen. Ball nochmal zu Bergwijn. Der macht ihn nochmal fest. Und dann ist Schluss. Ajax Amsterdam gewinnt 2-1 gegen die PSV. Strahlende Gesichter in der Kabine. Wir waren wieder der Topscorer. Aber der Mann des Tages für mich heute passt wer am Tor. Der hat echt einige Dinger rausgefischt. Ja, das war wirklich eine sehr starke Leistung von unserem Torhüter. Und damit sind wir auch zurück im Meisterschaftsrennen. Zum Abschluss dieser Folge gibt es dann noch schnell die Tabelle. Und dann war es das auch. Wir sind jetzt Dritter. Ja, wie gesagt, zweite Niederlage jetzt erst für PSV Eindhoven. Die sind auch immer noch ganze 8 Punkte vor uns. Also es ist noch ein langer Weg, aber wenn wir jetzt so weitermachen wie aktuell, dann können wir da wieder hinkommen. Nächster Gegner ist Vitesse. Nächste Folge geht es aber erstmal an die Anfield Road gegen Liverpool. Das wird auch echt ein heftiges Ding. Da freue ich mich sehr drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video hier gefallen haben sollte. Und schreibt gerne eure Meinung zur Karriere in die Kommentare. Was haltet ihr von unserem Ausrüster und so weiter. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao.